Hi Leute, herzlich willkommen zur zweiten deutschen Korda Karpfenangeln Masterclass. Ich bin Christopher Paschmanns und für mich hätte die Session wirklich nicht besser beginnen können. Guckt euch mal das Brett von Schuppenkarpfen an hier. 30 Pfund schwer und das ging schnell. Nach 15 Minuten hat der hier gebissen. Wir sind heute Morgen echt früh angekommen. Es hat stark geregnet, die Kameracrew konnte also nicht wirklich gut arbeiten. Aber uns hat das nichts ausgemacht, wir konnten schon angeln. Und ich habe ein paar Bläschen hochkommen sehen, direkt an der Seerosenkante. Habe da Futter verteilt, hier und da ein bisschen Tigernüsse, ganz kleine Boilies. Die Rute ausgeworfen und es hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Ich angle hier zusammen mit meinem Kumpel und Team Korda-Angler Daniel Brünkmanns. Und auch der ist nicht leer ausgegangen. Den Fisch von ihm wollen wir uns jetzt mal angucken. Wie gesagt, auch Daniel war schnell im Rennen. Ein schöner Fisch, ein echt charakteristischer Schuppi. Ja, absolut. Das hätte nicht besser für uns laufen können. Nee. Hast du den gewogen? Ich habe ihn gewogen, der hatte knapp 10 Kilo, nicht ganz. Okay, ja, ist doch echt ein guter Einstand. Ja. Und es hat auch nicht lange gedauert bei dir, ne? Nee, 20 Minuten vielleicht, lag die Rute drin, ja. Direkt unter der Rutenspitze im Prinzip gefangen, vielleicht 2 Meter vom Ufer auf 2,20 Meter, direkt an einer steil abfallenden Kante. Ja, Topspot. Auf eine ausbalancierte Tigernuss, hat alles gepasst, würde ich sagen. Schöner Fisch, so kann es weitergehen. Ja, absolut. So, meine Spots an den Seerosen kann ich auch gut von Daniels Seite aus beangeln. Er fischt schließlich nur linke Hand von der Insel. Also ziehe ich einfach kurzerhand zu ihm rüber und werfe die Rute neu aus. Dann kann mich gemütlich mit ihm hinsetzen, um mal über das Gewässer zu quatschen. Das Hubertusgewässer in Emmerich. Hast du es dir so vorgestellt? Nee. Also ich meine, ich habe es mir natürlich bei Google Earth mal angeguckt, als du gesagt hast, dass wir hier fischen gehen. Aber wenn man dann live hier mal eine Runde dreht, ist das doch schon ganz was anderes, als wie man so erwartet hätte von den Bildern her. Mhm. Ne? Ist ja doch total verschachtelt. Ja. Und verwinkelt mit den ganzen Inseln, Kanälen und ist echt mal ganz was anderes, ja, von komplett, der Gewässerstruktur, ne? So. Ja, was denkst du, was erwartet uns die Woche? Ich meine, besser hätte es ja nicht anfangen können. Also erstmal Dankeschön an Jens Berntsen für die Einladung. Ja, absolut. Wir werden später in der Woche noch die Gelegenheit haben, mit Jens auch mal zu sprechen. Ja. Der ist ja local hier und kennt ihn genau. Sehr gut. Bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Hausgewässer, ne? Ja. Ja. Aber was denkst du, was erwartet uns hier noch? Ich hoffe eine Menge Action. Also wenn es so weitergeht, wie es angefangen hat, und Wetter soll ja eigentlich relativ konstant so bleiben, also optimales Angelwetter, ich denke, da haben wir ganz gute Chancen, den einen oder anderen Fisch doch zu fangen, ne? Ja. Oder meinst du? Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall mobil angeln müssen. Ja. Ne? Also ich kann mir vorstellen, die Fische hier werden extrem stark beangelt. Ja. Hier. Schonhakenpflicht, sehr karpfenanglerfreundlicher Verein, hier sind sehr viele. Während wir hier sind, sitzt gerade drüben, sind 2 Camps aufgebaut, hinten an der Ecke steht noch ein Camp, das ist noch ein holländischer Angler in einem anderen Seeteil. Unter der Woche, also das kenne ich nicht von so vielen Gewässern. Hier ist Angeldruck, die Fische werden stark beangelt, die werden das auch bemerken und ich glaube, wir müssen die Fische finden, die suchen, vielleicht auch an den Taktiken was tun. Ne? Ja, ich denke auch, wenn du hier statisch auf einer Stelle die ganze Woche durchfischst, dann fängst du am Anfang vielleicht noch deine Fische, aber das wird von Tag zu Tag wird's abebben und gegen Null gehen wahrscheinlich. Ne? Ja, ganz genau. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch erwartet und ich freue mich Nicht drauf. Nur du. Der See hat also viele verschiedene Gesichter. Das an einer Stelle auszusitzen, ist ganz bestimmt der falsche Weg. Wir kommen schnell zu dem Schluss, wir müssen es machen wie Daniel. Sofort reagieren. Er hat einen komischen, ziemlich starken Schnurschwimmer, holt die rechte Rute also ein und legt sie präzise nochmal neu an die Kante. Eine Handvoll Tigernüsse drüber. Und das ist eine sehr gute Entscheidung. Alter, da gehe ich einmal um die Ecke. Mann, macht der Druck. Passt. Alter. Der ist voll im Holz, ne? Ja. Scheiße. Der hämmert aber auch ab, ne? Volle Kanone. Oh, ich wusste es, ne? Den kriegst du, Mann. Ja. Ist frei. Top. Kleiner Giftiger. Aber Tigernüsse, ne? Die scheint es zu sein, ne? Auf Boily noch keine Aktion, ne? Ja, bei mir auch. Ich hatte den bis auf den Wafter mit einer Tigernuss schön ausbalanciert. Ah. Ja! Yes! Meister! High five! Schön! Bisschen mitgenommen, der Gute, ne? Ja, ich glaube, der hat beim Laichen ein bisschen gelitten. Ja. Aber gehört irgendwo auch dazu, ne? Ja, ja, klar, die haben die Laichzeit gerade erst hinter sich hier, ne? Ja. Aber entsprechend haben die Hunger und die Rute an der Kante hat schon den zweiten für dich gebracht. Ja. Könnte schöne ich nicht besser gestartet haben. Ja. Worauf gebissen? Auf 2 ausbalancierte Tigernüsse. Okay. Ja, würde mich mal interessieren, was für ein Rig du damit dafür einsetzt. Ja, perfekt ausbalanciert. Genau so soll es sein. Ich fische hier mit 2 ausbalancierten Tigernüssen. Die habe ich ausbalanciert mit einem Stückchen Kork, was ich vorher mit dem Korkdrill einfach ausgebohrt habe
ungefähr 3/4 der Nuss durch, dann ein Stückchen Kork reingesteckt, beul die Nadel durch, schon ist die Sache fertig. Sollte man aber immer vorm Auswerfen mal kurz kontrollieren, weil die Nüsse natürlich unterschiedlich groß sind im Gegensatz zum Boilie. Ich fische hier in dem Fall jetzt mit ausbalancierten Ködern, weil ich hier auf dem Partikelfutterplatz angel, mit Tigernüssen, Hanf und so weiter, viele kleine Partikel. Dadurch sind die Fische natürlich statisch am Fressen. Der Vorteil eines ausgebalancierten Köders ist einfach der, dass der Köder viel schneller ins Maul fliegt und so die Wahrscheinlichkeit eines Einhakens natürlich deutlich höher ist. Gleichwohl muss man bei solchen ausbalancierten Ködern auch ein spezielles Rig nehmen und kann nicht einfach jedes Rig nehmen. In dem Fall habe ich mich für ein relativ einfaches Rig entschieden. Ist gebunden aus einem Entrap Soft, in Gravel Braun in dem Fall, weil es hier gut zu dem sandigen Boden passt. An einem 6er Shoddy Haken, ganz einfach Knotless Knot gebunden mit 12 Wicklungen. Dann wird das Haar ausgestellt, gleich wie bei einem KD-Rig, 3 Windungen dahinter gelegt. Dadurch bekommt man einfach den Effekt, dass das Haar weiter nach oben austritt und die Hakenspitze dadurch künstlich schwerer gemacht wird und so besser Richtung Unterlippe fällt. Um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken, habe ich genau auf der Mitte des Vorfachs noch mal eine ordentliche Portion Dark Matter Putty geknetet um Sinker, um einfach den Haken noch besser Richtung Unterlippe fallen zu lassen, weil die ausbalancierten Köder natürlich deutlich leichter sind und so ja, irgendwo im Maul rumfliegen und nicht unbedingt immer in der Unterlippe, wie es ein schwerer Boilie tut. Ja, am Ende vom Vorfach habe ich dann einfach einen Linkloop gebunden mit einem 6er Grinnerknoten. Der ist in einen Quicklink eingehakt, der ist schon fertig an einem Cocklet-System, wie man hier sieht. Warum ein Cocklet-System? Ganz einfach. Zum einen hat man dadurch einen super Einhakeffekt, gleich auch ist es aber auch super fischsicher. Wir haben ja auch viele Hindernisse und es besteht immer die Gefahr, dass ein Fisch auch mal im Drill ein Hindernis flüchtet. Und dann möchte ich natürlich maximale Sicherheit für den Fisch gewährleisten. Das ist bei dem System zu 100% gegeben, weil im Gegensatz zu einem Inline-Blei hier das Blei bei einem Hinderniskontakt sofort verloren geht und wir eine deutlich größere Chance haben, den Fisch dann auch sicher zu landen. Das ist letztendlich, was wir erreichen wollen. Und dahinter, last but not least, habe ich einfach ein Stück, ja ungefähr einen halben Meter Dark Matter Rig Tube gepackt. Den habe ich noch ein bisschen optisch angepasst, indem ich mit dem Edding ein paar schwarze Streifen verpasst habe. Aus dem einfachen Grund, der Boden ist hier nicht homogen sandig, sondern hier sind ein paar Blätter, ein paar Ästchen drauf in dem Bereich, wo ich fische. Und so ist das Ganze einfach optisch besser angepasst und ich habe einen noch besseren Tarneffekt. Vielleicht noch so als extra Tipp an euch, ist ganz einfach gemacht. Und kann in der einen oder anderen Situation sicherlich noch mal einen oder anderen Bonusfisch bringen. Ich hatte den richtigen Riecher mit der Seerosenrute. Aber da muss ich auch damit leben, dass jeder Fisch sofort in die Seerosen flüchtet. Auch der Schuppi. Und bitte. Ah, schwere Geburt, aber da ist er. Alle Seerosen hat er sich mitgenommen. Wenn der hier mal nicht aus einem holländischen Kanal kommt, der absolute Torpedo-Schuppi. Was für eine Kraft der hatte. Echt krass. Aber gut, so ist es mit denen. He? Die haben eine Menge Wildblut, denke ich, und dementsprechend auch eine Menge Power. Und vor allen Dingen, die Laichzeit ist gerade vorüber. Das hier ist ein Milchner, die haben immer besonders viel Kraft an. Aber ich habe ihn gefangen. Top! Am nächsten Morgen hängen meine Stowbobbins genauso, wie ich sie am Abend auch eingehängt habe. Bei mir passierte nichts. Aber Daniel kann sich dafür umso mehr freuen. So, da ist er, der erste Spiegler der Session. Und wie sollte es anders sein? Wieder auf die rechte Route gebissen, wieder auf mein Tigernuss-Rig. Ja, ich bin zufrieden. So kann es natürlich weitergehen. Ich werde an der Taktik jetzt erstmal festhalten und gucken, was der Tag noch so bringt. Der Schatz hier hat kurz vor Sonnenaufgang gebissen. Und ja, ich bin mehr als zufrieden. Ja, hier geht gerade die Welt unter, so wie es aussieht. Also ich muss mich echt beeilen. Für mich ist es ein klarer Vorteil, wenn ich beim Angeln schnell und vor allen Dingen auch mobil bin. Und da kommt es besonders darauf an, dass wir ja, unsere sperrigen Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel die Liege oder auch das Zelt, kompakt halten. Ich stimme das voll aufeinander ab. Erstmal zum Bedshare. Ich verwende eins aus der Levelite-Serie. Die ist mittlerweile super bekannt. Man kann 100% gerade darauf liegen. Aber vor allen Dingen, ich habe das kompakte Modell. Ich kann meinen Schlafsack, den Big Snooze Compact, auch einfach mit da reinklappen. Sogar mit Überdecke, das passt alles zusammen.
So, das Ganze steht in einem Zeltsystem, das viele schon kennen. Das Tempest-Konzept ist super beliebt, aber viele haben den Wunsch geäußert, hey, das Tempest ist verdammt teuer, ist ein sehr hochwertiges Zelt, ist es nicht möglich, eine günstigere Variante rauszubringen? Und genau das haben wir gemacht mit dem Tempest Composite. Und das ist auch das, was ich verwende und was ich ehrlich gesagt dem Tempest V2 auch vorziehe. Und dafür gibt es ein paar ganz einfache Gründe. Erstmal, dieses Zelt ist auf das reduziert, was ein Zelt wirklich braucht. Das heißt, die Front ist nicht herausnehmbar. Ich kann sie zu den Seiten hin aufrollen. Ich habe aber immer eine fest integrierte Front. Natürlich auch mit Moskitonetz, mit einem optionalen Klarsichtfenster. Ist alles kein Problem. So, das Tempest Composite ist ein bisschen kleiner als das Tempest V2. Es ist so groß wie das Tempest Air, hat also einen etwas kleineren Fußabdruck, aber vollkommen ausreichend, das kann ich euch versprechen. Und vor allen Dingen, dadurch haben wir ein niedriges Gewicht. Das wiegt nur 5,5 Kilo und das spielt mir super in die Karten, wenn ich meinen Trolley wie hier etwas schwerer beladen muss und größere Strecken laufen muss. Dann möchte ich ein leichtes Zelt haben. Definitiv ein gutes Zelt, ich kann es empfehlen. Und ich freue mich, wenn ich das gleich wieder stehen habe, weil es sieht richtig nach starkem Regen aus gerade. Der Regen kommt genauso schnell wie erwartet. Also suche ich erstmal bei Daniel im Zelt Schutz. Und dann nutze ich eine Regenpause, um auf die genau andere Seite der Insel zu ziehen, an die auch Daniel mit einer Route angelt. Hier habe ich sofort ein gutes Gefühl. Besonders bei der rechten Route. Weil, ja, die kommt natürlich genau an die überhängenden Äste der Insel. Da müssen einfach Karpfen sein. Ich werfe sie in den Clip und dann noch schnell mit der Schleuder ein paar Tigernüsse drüber. Das fühlt sich gut an. Und ich kann euch sagen, umzuziehen war eine richtig gute Idee. Der Move hat sich definitiv mal ausgezahlt und da ist der Regen auch schnell vergessen. Mittlerweile freue ich mich sogar drüber, weil das scheint echt perfektes Angelwetter zu sein hier. Ich bin eine Bucht weitergezogen, gestern habe ich mir ein bisschen was gefüttert und Daniel hat mir berichtet, dass er Fische hat springen hören. Und als ich hier reinkam, habe ich auch sofort einen gesehen und dann ging es auch richtig schnell. Die Rute lag keine Minute. Ein hübscher kleiner Spiegelkarpfen und ich hoffe, da geht noch mehr, aber jetzt bin ich erstmal zufrieden mit dem hier. Schnell werfe ich die rechte Rute wieder an die Buschreihe. Doch bevor ich überhaupt zum ersten Mal an diesem neuen Spot zur linken Route komme, überrascht mich wieder der Regen. Abwarten ist also angesagt. Aber auf schlechtes folgt gutes Wetter. Zeit, die linke Route endlich ins Rennen zu bringen. Perfekt. Präziser hätte es nicht sein können. Genau vor die Seerosen. Mir ist es wichtig, wenn ich solche Plätze befische wie hier an einem See, den ich vorher auch noch nie beangelt habe, dass ich die Plätze mit wenigen Würfen treffe. Am besten brauche ich dafür nur zwei. Und das mache ich wie folgt. Ich werfe ohne Vorfach, ich benutze Quicklinks und Tapered Sleeves, ich kann also die Vorfächer super schnell wechseln. Also nur mit Blei werfe ich an den Platz und versuche sehr präzise zu sein. Wenn mir das gelingt, klebe ich die Schnur ein, dann hänge ich das Vorfach ein und dann werfe ich erneut. Und dann landet natürlich alles perfekt genau da, wo wir es haben wollen, weil wir es schön über die Route noch abfedern können. Oh, der macht Druck. Unglaublich. Das ist so wichtig bei diesem Hook-and-Hold-Angeln, echt gegenzuhalten. Und da zittern mir jedes Mal die Knie. Und irgendwie gebe ich immer zu viel Schnur, aber ich habe ihn aus dem Holz. Und darauf kommt es hier an. Weil ich angel die Route hier echt super präzise vor dem Holz. Oh Mann. Hab ihn. Also Leute, ich will mich wirklich nicht beschweren. Mir ist jeder Fisch willkommen und der hier ist richtig hübsch. Das Schuppenbild, die Färbung, dann dieser kleine orangene Punkt auf der Flanke. Aber ich hätte echt gedacht, dass der ein bisschen größer ausfällt. Ich angel da direkt vor dem Hindernis, also wirklich direkt vor den überhängenden Büschen. Und ich hatte die Bremse so gut wie komplett zugeknallt. Aber der hier hat es trotzdem geschafft, mir noch Schnur von der Rolle zu reißen und sich in den Seerosen festzuschwimmen. Keine Ahnung, wie die das machen hier. Naja, ich freue mich jedenfalls. Tolle Sache, den hier habe ich bekommen. Ja, da ist mir der kleine Spiegler voll dazwischen gekommen. Ich wollte gerade was zu den Distance Sticks erklären, aber die Route hier, die ist wirklich perfekt. Die ist wirklich das ideale Beispiel dafür, wie wichtig die Dinger sind, weil stellt euch mal vor, ich müsste so präzise bei Nacht werfen. Ich hätte doch überhaupt gar keine Ahnung. Und ja,
da brauche ich diese Distance X. Was ich also einfach mache ist, ich lege das Blei neben eine dieser Stangen. Die Stangen stehen genau eine Rutenlänge, also 3,60 Meter auseinander. Und dann zähle ich die Wicklung, bis ich auf den Clip stoße. Hier in dem Fall sind es 7,5 Wicklungen. Wenn ich also jetzt nachts einen Fisch fange, dann muss ich mir nur den Punkt am Horizont merken und den anvisieren beim Wurf. Werf aus, feder das Ganze schön mit der Rute ab. Ja, und alles liegt perfekt. Und zwar auf jeden Wurf, da kann ich mir absolut sicher sein. Dazu muss ich nur einmal diese Distanz haben. Was ich immer ganz gerne mache ist, gerade an Seen, die ich häufiger befische, bei neuen Spots, ich hier schreibe mir die Distanz kurz ins Handy. Ich habe dafür eine Liste und ja, kann dann immer wieder gucken, wenn ich nochmal wiederkomme, alles klar, 7,5 Rutenlängen, bin ich genau vor diesen Büschen, da hat es gebissen, beim nächsten Mal weiß ich das auch. Jetzt angle ich hier natürlich super präzise vor Holz und da kommt es auf ein paar Dinge an. Zum einen, die Bremse muss zu sein. Ein bisschen besser zu als eben bei dem kleinen Spiegler. Der hat noch viel zu viel Schnur genommen. Was ich also mache ist, ich werfe aus, ich lasse die Schnur schön durchsinken, sorge dafür, dass sie einigermaßen über den Grund verläuft, fische also auch Slackline, wenn ich vor solchen Hindernissen angel, zumindest hier in dem Fall, lege die Rute auf die Ablage und dann hänge ich den Stowbobbin so ein, dass er richtig viel Platz hat. Also ich hänge ihn richtig in die Slackline, die Bremse ist zu und wenn ich einen Biss bekomme, dann sollte der Fisch wirklich nur diese kurze Distanz haben, ja, von diesem Stowbobbin bis zum Rutenblank. Das muss mir reichen. Wenn der Delkim recht sensibel eingestellt ist, dann kriege ich eine richtige Fallrun-Anzeige und dann muss ich auch an der Rute sein. Das ist also nichts für Leute, die richtig tief schlafen und sich weit weg von den Routen aufhalten. Man sollte schon mehr oder weniger daneben sitzen und das mache ich hier auch. Und ja, so ist es mir auch geglückt, den Fisch hier gerade zu fangen. Mal gucken, was passiert, wenn ein besserer beißt. Ich hoffe, ich kriege hier noch einen Biss. Ja, ich bekomme noch ein Biss, aber auf der linken Rute und in einer, sagen wir mal, ungünstigen Situation. Seht selbst. Krasse Aktion, kann ich euch sagen. Das gibt's doch nicht. Also, was wäre ich ohne meinen Kameramann Daniel hier aus Holland? Der hat mir jetzt schon mehrere Fische gerettet, schon bei der ersten Masterclass am Cassin im letzten Jahr. Hat er mir zwei vom Boot ausgeholt, während ich gerade mit Alex am Drillen war. Aber das hier war eine ganz andere Aktion. Ich saß gerade unterm Brolli und habe mir angeguckt, was wir bisher gefilmt haben. Ich hatte die Kopfhörer auf, um auch zuhören zu können. Und da geht die linke Rute, die ich an die Seerosen geworfen habe, volle Kanone ab. Ja, wir waren natürlich zu spät an den Routen. Daniel war zuerst da dran. Der Fisch hat noch ordentlich Schnur genommen, hat sich voll durch dieses Seerosenfeld durchgegraben. Und ja, Daniel hat Druck gehalten. Ich musste rumrennen mit dem Kescher, habe ich dann durchs Schilf gebrochen und ja, auf Zurufen schön koordiniert, wo ich hin muss und habe den Fisch direkt keschern können. Wir haben ihn also noch fangen können. Daniel, vielen Dank. Dankeschön, Christopher. Meine Job, ne? Filmen und Drillen. Filmen und Drillen, ja, guter Job. Krass, das hätten wir nicht erwartet. Das läuft mal so richtig gut an für uns. Kaum habe ich den Teamwork-Schuppi versorgt, da ist Daniel schon wieder an der Reihe. Und der Fisch macht Druck. Das sieht nach einem richtig guten Spiegler aus. Yes! Was für ein schöner Fisch, oder? Fast ein Leder und ein Kämpfer vorm Herrn. Ich habe den total unterschätzt. Anfangs dachte ich, ein kleiner. Dann hing er noch im Holz fest und dann hat er richtig losgelegt, mir einen richtig hammermäßigen Drill beschert und besser kann man noch einen Tag nun wirklich nicht abschließen. Also ich bin absolut happy und werde hochzufrieden einschlafen, das steht mal fest. Tatsächlich stört uns in dieser Nacht gar nichts, kein einziger Pieper ist zu hören. Und ich höre auch keinen Fisch springen. Vielleicht haben die Fische das Areal schon verlassen, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind die Nächte nicht so produktiv wie die Tage an dem Gewässer oder zumindest in dem Gewässerteil. Der Tag beginnt für uns beide, wie es sich gehört, erstmal mit starkem Kaffee. Und Daniel entscheidet sich, seiner Stelle noch ein paar Stunden eine Chance zu geben. Schließlich hat sie an dem Tag zuvor auch, gerade in den Morgenstunden, Bisse gebracht. Ich hingegen entscheide mich für eine komplett andere Taktik. Ich packe erstmal alles zusammen, hole die Ruten ein und belade den Trolley mit dem ganzen Zeugs. Ich möchte es mit einem mobilen Angelziel versuchen. Wenn die Fische das Gewässer hier oder diesen Gewässerteil verlassen haben sollten, dann werde ich sie sicher irgendwo anders wiederfinden. Also lasse ich erstmal einen großen Teil meiner Ausrüstung im Vereinshaus und packe nur wenig zusammen, was ich eben zum Stalking brauche. Denn das ist die Taktik, die ich jetzt wähle. Und ein guter Platz dafür ist auch schnell gefunden. Okay, die Rute liegt jetzt wirklich perfekt in Position, direkt da vorne an diesem kleinen V, was da in diese Seerosen reingeht. Und ich rechne hier jede Sekunde mit einem Biss. Es gibt wirklich keine spannendere Arelei als das Stalken.
Naja, jedenfalls kommt es mir hier auf ein paar Sachen an. Zum einen, ich brauche eine stabile Schnur. Ich angle hier wirklich direkt vor den Seerosen und wenn ich hier einen Fisch hake, dann möchte ich ihm Druck geben, ich möchte den da rausbekommen. Ich habe hier eine 43er auf der Rolle. Das ist eine 20 Pfund tragende Schnur, Touchdown in dem Fall, eine grüne, die sinkt recht schön und die ist super stabil und auch dazu sehr, sehr abriebfest. Das Setup selbst halte ich total simpel. Ich angle super gerne mit Inline-Blein, das mache ich auch hier. Ich mache es aber semi-fix. Das heißt, ich drücke den Wirbel von meinem Vorfach ein bisschen mit einer Crimping-Zange an, sodass er wirklich super in das Tube von dem Inline-Blei reinrutscht und auch sehr schnell wieder raus. Zum einen deshalb, weil ich möchte, dass ein Fisch, der den Köder aufnimmt und mit dem Kopf schlägt, ja, dieses Bleigewicht nicht als Kontergewicht nutzt, um den Haken vielleicht rauszuschlagen. Kommen wir zum Vorfach. Ich verwende beim Stalken sehr, sehr gerne recht kurze Vorfächer. 15 cm, 16, vielleicht auch mal 20, hängt davon ab, auch schon mal kürzer. Halt alleine deshalb, weil ich sehr kompakt füttere. Ich verwende hier Dark Matter Braid in 20 Pfund. Das ist ein geflochtenes, neues Vorfachmaterial bei uns in der Range. Das sinkt super schnell. Es fällt etwas dicker aus, aber das liegt einfach daran, dass halt eine sinkende Faser mit eingewoben ist. Das Vorfach ist sehr, sehr robust und ja, es passt von der Bodenfarbe, es passt auf die Bodenfarbe perfekt von der Tarnung her. Ist einfach ideal für solche Situationen. Das Ganze verbinde ich mit einem Quick Change Swivel, also einem Schnellwechselwirbel. Die haben wir auch neu im Programm. Mit den Dark Matter Tungsten Anti-Tangle Sleeves. Die zieht man einfach drüber, das geht super schnell. Ich habe ein paar davon immer vorbereitet. Ja, und bin halt auch super schnell im Spiel und kann schnell angeln und dann hoffentlich auch schnell einen Fisch fangen. Hier in dem Gewässer ist Schonhakenpflicht. Ich darf also nicht mit Haken mit Widerhaken angeln und auch das Andrücken der Widerhaken ist nicht erlaubt. Das heißt, ich verwende die White Gate B, also die Barbless Haken, die ohne Schonhaken von uns, Größe 6. Der Haken ist dafür super geeignet. Solange wir konstanten Druck auf den Fisch halten, sollte eigentlich überhaupt nichts passieren und sollte den Fisch dann auch landen. Noch kurz zu den Ködern. Ich verwende bei der Angelei super gerne Tigernüsse. Die funktionieren einfach immer beim Stalken. Und ich packe, wenn ich die Tigernüsse fertig mache, packe ich immer ganz gerne ein bisschen Benoffi Syrup von Mainline dazu. Das gibt noch eine zusätzliche Süße. Noch dazu kommen dann halbierte Boilies in zwei verschiedenen Größen, 15er, 20er. Als Hakenköder verwende ich dann immer einen halben 15er Boilie und eine halbe Tigernuss. Ist für mich die ideale Kombi. Ich habe ja die Süße der Nuss, ich habe das Aroma des Boilies. Das kann natürlich Fische mit unterschiedlichen Vorlieben super ansprechen. Bei mir passt das absolut perfekt. Noch einen kleinen Tropfen Tiger Nut Goo auf den Köder, raus damit. Und ich hoffe, das klappt hier jetzt. Boah. Wahnsinn, ich war gerade im Begriff, die Rute einzuholen. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, aber irgendwie ist das so beim Stalken immer, oder? Hm. Und? Oh, yes! So muss es laufen beim Stalken. Stalking ist definitiv eine Top-Taktik für Gewässer wie das hier. Stark beangelte Vereinsseen. Ich konnte hier diesen Wildschuppi fangen. Eine echte Kämpfernatur. Ein toller Fisch. Absolut makellos. Ja, mir ist aufgefallen, dass viele Leute hier wirklich viel Zeit auf einer Stelle verbringen, obwohl sie da nichts oder nur sehr schlecht fangen. Und ich glaube, das ist echt der falsche Weg an Gewässern wie dem hier, weil die Fische sehr, sehr schnell auf Angeldruck reagieren. Und beim Stalking haben wir die Möglichkeit, die Plätze regelmäßig zu wechseln, kurz vorher vorzubereiten. Genau das habe ich hier auch gemacht. Bei mir hat es sofort geklappt und ich bin super happy damit. Daniel konnte an der alten Stelle an diesem Morgen keinen Fisch mehr fangen. Bei schönstem Wetter am Mittag richtet er sich an einem neuen Platz ein. Dort werden zwei Seetale durch einen Kanal verbunden. Der perfekte Platz. Allerdings muss er dafür weit werfen. So, der Bart ist frisch gekämmt und das Camp steht auch schon. Die erste Rute ist bereits am Platz. Die zweite Rute geht gleich hinterher. Ich fische eine völlig andere Taktik wie gestern. Gestern habe ich noch unter der Rutenspitze geangelt. Jetzt fische ich auf knapp 90 Meter. Und da möchte ich einfach sicher sein, dass mein Rig sich nicht verheddert im Wurf. Und da sind Stiff Rigs natürlich die erste Wahl. Und ich fische nicht irgendeinen Stiff Rig, sondern in dem Fall mein absolutes Lieblingsrig. Das ist IQD-Rig. Allerdings habe ich da ein paar Kleinigkeiten geändert, im Gegensatz zu dem D-Rig, wie Danny es normalerweise fischt. Und zwar fische ich dieses Rig mit einem Crankhaken. Aus dem einfachen Grund, der Crankhaken ist, seitdem er auf dem Markt ist, zu einem meiner absoluten Lieblingshaken geworden. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass er sich auch super mit dem IQD-Rig kombinieren lässt. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen hat der Crankhaken einen sehr weiten Bogen, einen offenen Bogen und ist damit optimal geeignet, um diesen Haken mit Stiff-Rigs zu fischen, da er nicht die Hakenspitze verschließt, wie ein eng geschränkter Haken. Zusätzlich hat der Crankhaken noch eine weitere Besonderheit, und zwar eine verschränkte Hakenspitze. Dieses kann man sich auch noch zusätzlich als Vorteil zunutze machen, indem man das D
entgegengesetzt der verschränkten Hakenspitze nach oben biegt, ungefähr im gleichen Winkel. Dadurch erreicht man eine sehr aggressive Stellung des Hakens. Ich fische dieses Rig mit einem ausbalancierten Hakenköder, also mit dem Wafter. Dadurch fliegt der Hakenköder förmlich ins Maul, wenn der Fisch den ansaugt. Und wie man hier sieht, ist die Hakenspitze dabei immer in einer sehr aggressiven Stellung nach unten geneigt. Und dadurch erhoffe ich mir einfach, dass der Haken deutlich schneller und besser einpickt in die Unterlippe, da wo der Haken soll. In der Mitte habe ich einen Sinker montiert. Um den Sinker knete ich ein bisschen Knetblei. Dadurch bekomme ich natürlich einen schönen Schwerpunkt in der Mitte des Rigs. Und dies sorgt dafür, nach dem Einwerfen und durch den ausbalancierten Hakenköder legt sich das Ganze langsam und sauber auf den Grund. Bevor ich das Rig jetzt auswerfe, muss ich es noch eben klippen auf 28 Rutenlängen und dann geht's los und hoffentlich bringt es mir heute Nacht einen Fisch. Mal schauen. Die Nacht vergeht leider ohne Aktion. Doch am nächsten Morgen nutze ich die Gelegenheit, Jens Berntsen zu interviewen. Jens ist Korda-Teamangler, hat schon in Kindertagen angefangen, am Hubertussee zu angeln und ist mittlerweile im Vorstand. Er weiß genau, wie es ist, mehr als 100 Karpfenangler an einem kleinen See zu managen. Über 100 Karpfenangler, sagst du gerade, wie? Ja, ganz ehrlich, wie schafft man das, dass die sich nicht alle gegenseitig in die Waden beißen? Ja, die ersten Probleme fangen natürlich damit an, dass Leute andere Leute nicht respektieren. Und dadurch resultierend haben wir irgendwann mal ein Reglement gemacht im Vorstand. Und in dem steht auch niedergeschrieben, dass es keine Platzreservierungen gibt, dass man Leute, die auf der anderen Uferseite sitzen, nicht mit seinen Ruten quasi anwerfen sollte, ja, oder in deren Bereiche angeln sollte. Es ist mehr ein Reglement auf gegenseitige Rücksichtnahme, weil, wie du schon sagtest, auch durch den Angeldruck ist das Angeln hier nicht mehr so einfach geworden. Ne? Die Fische sind sehr, sehr riggig geworden. Wenn viele Schnüre im Wasser sind, ziehen die sich in andere Gewässerteile zurück. Das hast du sicherlich schon bemerkt. Also es ist anders, die Situation ist einfach anders. Ja, und es ist definitiv aufgefallen, du musst am Fisch sein und du musst den Fischen hier folgen. Dieses statische Aussitzen bringt es nicht. Ich meine, das hat sicherlich eine Vorbildfunktion für andere Vereine, die auch sehr viele Karpfenangler haben. Hier gibt es ja einige gute Regeln, auch diese Schonhakenpflicht beispielsweise. Ja. Also ist auf Karpfenangler ausgelegt, ist eine runde Sache. Aber das Wetter spielt uns jetzt nicht mehr so in die Karten, ne? Ja, leider nicht. Ich bin ja gestern angereist und habe gedacht, ich kann jetzt hier auch noch ein oder zwei Fische rausdrehen. Aber bei dem Sonnenschein denke ich eher, dass die Fische sich mehr in die oberen Wasserregionen gleich begeben werden und ihr vielleicht mit anderen Methoden eine Chance habt, einzufangen. Ja, Sigrix. Sigrix ist sicherlich eine Möglichkeit, ja. Ja, okay. Na, wir bleiben auf jeden Fall dran. Einen Tag haben wir noch, mal gucken, was geht. Viel Erfolg noch. Danke dir. Es ist brütend heiß und der Luftdruck steigt rasant. Keine guten Bedingungen, um am Grund noch einen Biss zu bekommen. Daniel wechselt die Taktik und versucht es mal mit Sigrix. Die Taktik liebt er und die beherrscht er auch aus dem FF. Er findet auch einen guten Platz dafür. Und ja, wirft zwei Routen aus, die er weiter oben in der Wassersäule präsentiert. Ich hingegen bleibe bei meiner Stalking-Taktik und wechsle die Plätze. Aber leider auch ohne Erfolg. Tja, Daniel. Was ist los mit den Karpfen? Haben die alle Angst vor deinem Bart oder was geht? Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Das kann es nicht sein. Ja, aber es geht nichts. Nee, geht gar nichts. Also, Matt ist trocken, wie du siehst. Wie schaut mal dir aus überhaupt? Hast du mehr vorzuweisen bis jetzt? Nee, ich bin einmal komplett um den ganzen See gelaufen. Ich habe wirklich überall geguckt und noch mal ein bisschen gewartet, geguckt, ob Fische springen und habe ein paar Plätze beangelt und denen noch ein bisschen Zeit gegeben. Aber gar nichts. Ich hatte an der ersten Stelle, wo ich war, habe ich Fische gesehen, aber vielleicht zwei oder drei, also nicht viele. Und haben die ihn gefressen? Nee, nee, die haben mich gefressen. Nee. Ah. Ja, ist hier auch nicht anders. Ich meine, ich habe auch alles probiert jetzt von heute Morgen an. Ich habe mal die Taktik geändert, habe jetzt mit Six probiert, habe konstant gespottet, mit Adjustable Six dran, fische da in einem tiefen Loch auf 5 Meter und bin alle Tiefen ständig am Variieren. Aber du siehst auch keine Fische, also es ist wirklich wie tot heute. Ne? Also ich weiß auch nicht. Ja, es ist eigentlich Traumwetter, aber nicht zum Angeln. Ne? Nee. Der Druck ist auch gestiegen. Nee. Was ist der Plan jetzt bei dir? Ja, also ich werde es noch durchziehen, 1-2 Stunden, denke ich. Und wenn dann nichts geht, dann packe ich zusammen und werde moven. Ich denke mal, ich gehe wieder in den Seebereich, wo wir am Anfang gefischt haben. Da haben wir gut gefangen und da war auf jeden Fall gut Fisch. Und hier sieht es aus wie ausgestorben. Also seit gestern habe ich hier einen Fisch springen sehen. Und im Vergleich zu gestern, zu dem vorigen Platz, Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich verspreche mir einfach, dass ich da vielleicht noch einen erwische. Ja, ja, ich denke, ich werde mich da anschließen. Aber vorher werde ich auf jeden Fall noch mal an die erste Stelle gehen, wo ich eben war, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da muss es auch möglich sein, da einen zu fangen, wenn du Fische siehst. Du willst noch einen fangen? Ja, heute. Definitiv. Ja. Ich muss definitiv noch einen fangen. Das geht nicht anders. Ja.
Boah, Leute, was musste ich arbeiten für diesen einen Biss hier? Die Bedingungen haben sich komplett geändert. Die Sonne steht super hoch, der Druck ist komplett hochgeschossen auf über 1020 Hektopascal. Ja, und ich habe gedacht, Stalken ist der richtige Weg. Boah, das hat wirklich ewig gedauert. Aber jetzt habe ich einen im Drill. Und der rettet mich vom Blank heute. Puh. Das war echt ein hartes Stück Arbeit für mich, den Schuppi hier zu fangen. Aber ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass ich heute Mittag beim Stalking einfach mal gar keinen Biss bekommen habe. Hier an der Stelle bin ich schon mal gewesen. Ich habe auch schon Fische hier gesehen, aber die wollten nicht. Also was habe ich gemacht? Ein bisschen Futter da verteilt, um die vielleicht einfach in Fresslaune zu bringen. Und als ich wiedergekommen bin, waren die Fische noch da. Und ich habe das Blei gewechselt. Ich habe das Inline-Blei von 2,5 Unzen ausgetauscht gegen nur 1 Unze schweres Seitenblei. Habe das über meinen Tube gezogen, einfach damit ich ja kaum Geräusche mache, wenn ich auswerfe und die Fische auf gar keinen Fall verschrecke. Auch den Köder habe ich gewechselt, die Tigernüsse haben heute nicht funktioniert, der Pop-Up am Shotrig hat nicht funktioniert. Also habe ich einen ja knallorangenen Bodenköder genommen aus der High Impact Serie, einen Frutella in 15 mm, habe den noch ein bisschen zurechtgestutzt mit der Boilie-Nadel und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis ich den hier fangen konnte. Mir rettet der Fisch den Tag, aber jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll. Es wird Zeit für ein gutes Abendessen und dann baue ich mein Camp auf. Gesagt, getan. Im schönsten Abendlicht wechseln wir zum letzten Mal bei dieser Session die Stelle und gehen wieder zurück in den Seeteil, wo wir all das begonnen haben. Wir beide positionieren uns hinter der Insel, die mir auch schon ein paar Fische gebracht hat. Wieder vergeht die Nacht ereignislos. Doch dann... Ah, scheiße, Mann. Was passiert? Ja, keine Ahnung. Ging so schnell. Ich hatte die Rolle fast zu. Der hat trotzdem Schnur von der Rolle gerissen wie ein verdammter D-Zug, Mann. Voll in den Busch gehämmert. Und ja, das ist das Resultat. Ab ist er. Verdammt, ey. Wirklich. Ja gut, wir gehen hier Risiken ein. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, wenn immer du so angelst wie hier, Haken ohne Widerhaken sind Pflicht. Ja. Ob es im Reglement steht oder nicht, definitiv. Weil so können wir uns zumindest sicher sein, dass der Fisch den Haken wieder relativ schnell los wird. Ich denke auch, also Barbless ist da Pflicht bei so Situationen. Das ist einfach, das ist man den Fischen schon schuldig. Ne? Wenn man so angelt, dann auf jeden Fall safe. Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, wirf die Route wieder aus. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger kurz an die Büsche und dann Bremse zuknallen und den nächsten hasse. So einfach ist das, oder? Das ist so ein Unterschied, mit geflochtener Schnur zu drillen. Der Kontakt ist so direkt. Ich fische jetzt wirklich direkt vor den Büschen und habe mein Setup deshalb ein bisschen umgestellt. Und ich fische jetzt hier mit Subbraid in 15 Pfund. Das ist eine sehr schwere geflochtene Schnur, 30er Durchmesser. Und ja, die sinkt erstklassig und die hat null Dehnung. Ist super wichtig dabei einen Leader zu verwenden, der nicht nur die Fluchten etwas puffert, sondern auch sehr abriebfest ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel XT Snack Leader oder auch IQ 2 in 20 Pfund Flugcarbon-Schnur, die auch sehr, sehr stark sinkt. Dafür sorgt, dass alles perfekt am Grund liegt. Ich hier in dem Fall verwende Touchdown in 20 Pfund, auch als Leader, ungefähr 2 Routenlängen. Funktioniert erstklassig so. Hoppa. Kleiner Spiegelkarpfen, aber nach dem ultra harten gestrigen Tag ist mir jeder Fisch hier super willkommen heute. Und vor allen Dingen, den konnte ich sicher landen. Schön. Die Ruten liegen scharf und ich habe schnell noch ein bisschen Futter verteilt. Wirklich nur 10 bis 15 Boilies, ganz wenige, aber sehr auffällige Köder, nämlich schneeweiße. Die Taktik, die wir hier fahren, ist, wir angeln extrem nah an diesem Buschwerk an der gegenüberliegenden Insel. Und die Fische halten sich da sowieso auf. Das wird eine Holding Area sein. Wir wollen nur einzelne Fische halt da rauskitzeln und die nicht mit zu viel Futter überfüttern. Oft fressen die in solchen Holding Areas eh nicht sonderlich viel.
Jedenfalls bei solchen Instant-Taktiken, wo man wirklich wenig Futter braucht, sind Fertigboilies perfekt geeignet. Was ich hier verwende, das sind die High Impacts, in dem Fall Diamond White. Das ist ein schneeweißer Köder, super auffällig. Es gibt noch einen zweiten aus der High Impact Range, der schneeweiß ist, das ist Peaches and Cream. Und insgesamt gibt es 9 Sorten in der High Impact Range, die ja eigentlich alle Angelsituationen abdecken. Ein guter Tipp zum Beispiel, wenn ihr in glasklaren Gewässern angelt, viele Baggerseen mit Krautbestand sind glasklar, dann würde ich mal den Salty Squid ausprobieren. Das ist ein pinker Köder und das ist eine Farbe, die gerade in dem sehr klaren Wasser sehr, sehr gut wahrzunehmen ist. Weiß ist natürlich immer ein Klassiker, funktioniert fast überall. Jetzt neu in der Range ist Frutella, das ist ein orangener Köder, der passt zum Beispiel zu trübem Wasser. Es hat immer eine ganz gute Herangehensweise. Viele angeln mit Flu-Pop-Ups, mit auffälligen, aber auftreibenden Ködern oder eben auch mit Schneemännern. Aber sehr wenige angeln mit stark eingefärbten Ködern am Boden. Anfangs war ich nicht so der Fertig-Boilie-Angler. Ich bin Selbstroller normalerweise und ich war ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich habe aber dieses Jahr mal ausprobiert, mit den High Impacts auch mal vorzufüttern und habe dabei auf den Benoffi gesetzt, weil das für mich einfach so ein richtig klassischer Futterköder ist. Die Struktur passt, das Aroma passt, die Farbe passt perfekt und ich habe wirklich unglaubliche Serien gehabt. Ich habe eine Session gehabt, da war tatsächlich sogar mal die Videokamera dabei. Da konnte ich an einem Tag 2 Fische über 20 Kilo fangen, was uns bei Dreharbeiten nicht so oft gelingt. Und da hatte ich vorher mit Benoffis vorgefüttert, an einem stark beangelten Gewässer, wo eigentlich so ziemlich jeder auf Fischmehlköder setzt. Und ich glaube, das war eine ganz gute Taktik. Ich kann es euch empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerade beim Instant-Angeln definitiv ein Versuch wert. Puh, ich gehe ein bisschen hier rüber, damit ich von den Seerosen wegkomme, weil ist ja der Klassiker, wenn der Fisch die Bäume nicht erreicht. Dann erreicht er die Seerosen. Und das haben wir sogar schon die ganz Kleinen geschafft. Hast du ihn gesehen? Ja. Und? Schöner Schuppi. Oh. Okay, den haben wir, Daniel. Komm. Und? Jawohl. Yes! Top, Junge! Da ist er geil. Drin. Schön. Schöner Fisch, richtig herrlich. Ey. Das Schuppenbild ist top. Leute, ist das ein schöner Schuppenkarpfen? Besser als so können sie wirklich nicht aussehen. Und auch der Fisch hat wieder über 20 Pfund. Top, ich freue mich tierisch drüber. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, besser kann es nicht laufen. Ein wunderschöner Fisch, ein Traum einfach. Diamond White, wieder der weiße Boilie. Ja, die bringt's. Klasse. Die bringt's absolut. Hier, Junge. Gooey Fingers, dreimal darfst du raten, was ich benutzt habe. Da brauche ich nicht raten, das ist King Crab. Ja, man riecht's. Ja. Ich kriege zu Gu echt viele Nachfragen, zum Beispiel auf Facebook oder auch auf Messen. Ja. Ich selbst verwende Gu zwar, aber ich habe noch nicht so die Erfahrung damit gesammelt wie du. Ich weiß, dass du total auf das Zeug schwörst. Ja. Vielleicht kannst du mal grundsätzlich ein paar Antworten geben. Wo sind zum Beispiel die grundsätzlichen Unterschiede der verschiedenen Sorten? Also grundsätzlich ist neben der Farbe der Hauptunterschied, würde ich sagen, einfach in der Konsistenz des Gus. Es gibt eigentlich drei Konsistenzen von dünnflüssig wie Wasser, ein bisschen dickflüssiger bis hin zu einem honigartigen Gu. Und jeder hat für sich genommen einen optimalen Einsatzzweck und eine Daseinsberechtigung. Also ich persönlich nutze alle drei Konsistenzen. Ja, und dann zauge ich die erst mit dem dünnflüssigen, der zieht sehr gut ein. Und anschließend benetze ich die mit dem dickflüssigeren ein paar Mal und anschließend lasse ich den Deckel mal für 2 Wochen offen, einfach um die ein bisschen antrocknen zu lassen. Und dann habe ich auch einen richtigen Langzeiteffekt und kann den Köder bedenkenlos auch mal 24 Stunden liegen lassen und der knallt trotzdem noch richtig Farbe und Attraktoren raus. Ne? Und gesetzter Fall, du hast mit Gu nicht viel in der Mütze, gehst in den Angelladen, hast diesen Wust an Sorten vor dir stehen. Ja. Jetzt aus deiner Erfahrung, welche Sorten würdest du blind empfehlen? Also blind die Pinken. Also ich habe angefangen als die Element. Ja, genau, eben. Hast du ja auch schon für dich rausgefunden. Aber die Pinken funktionieren eigentlich fast überall. Von trüb bis klar, von stehendem bis fließendem Gewässer. Die Farbe Pink ist einfach ein Knaller. Ja. Und also ich nutze am liebsten die pinken Sorten, natürlich auch die anderen. Was ich auch schon mal öfter gemacht habe, das ist vielleicht auch ein guter Tipp so an die Leute, da kannst du gerne mal weitergeben. Ich mische auch verschiedene Sorten. Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Man kann völlige crazy Farben kreieren, auch wenn man dann in mehreren Schichten hintereinander macht. Ne? Weil wenn du mal bedenkst, ein Tutti-Frutti-Flavor sind verschiedene Fruchtaromen, warum soll man das Ganze nicht auch mit Guss machen und so. Okay. Aber wenn man jetzt am Anfang nicht so viel Geld ausgeben möchte und eher auf die Fishy Range steht, wir haben Squid Supreme, wir haben King Crab für die Fisch-Boilie-Angler. Und für die mehr auf süße Köder abfahren, da würde ich echt Element ans Herz legen, weil der hat mir schon so viele Fische gebracht. Also ich wollte nicht mehr missen. Und ich habe bei mir zu Hause 10 Flaschen davon, nur vom Element locker im Kühlschrank stehen. Ne? Nicht ohne jetzt hast du hier eine der neuen Sorten Tiger, ne? Ja, genau. Passt natürlich perfekt zu deinem Ansatz hier mit den weißen Tigernissen. Ja. Ne? Ja.
Ja, alles klar. Danke für das Update. Ich würde sagen, bring das Rig mal wieder ins Rennen. Ne? Ja, darf man noch einen Fisch fangen. Jo. Alles klar. Bis später. Tja, Daniel ist gerade nicht da. Er musste mal hier zum Vereinsheim gehen. Und dann läuft die Route wieder ab. Na, die Route habe ich wirklich gerade eben erst umgelegt. Ne? Ich habe einen kleinen Tropfen Glue drauf gemacht. King Crab. Das bildet einen schönen Kontrast. Quietsche Pink auf Weiß. Und das hat nicht lange gedauert. Jetzt muss ich ihn aber noch ins Netz kriegen. Na komm! Yes! Ja! Da! Geil! Richtiger Klotz von Spiegler. Ha. Meister! Junge, Junge! Das reißt nicht ab. Ich habe einen richtig geilen Spiegler in der Schlinge. Ehrlich? Ja, super cool. Ab dafür! Und? 14 Kilo. 14 Kilo? Ja. Mein cool, Gott. Schöner Fisch für dich. Richtig cool. Hammer. Ich freue mich. Aber ist bei dir ja Optik auch eigentlich egal, was er wiegt, oder? Aber trotzdem Hammer. Was für ein fantastischer Spiegelkarpfen. Vor allen Dingen nach all den Schuppis, oder? Ja. Der Hammer. 28 Pfund schwer. Und wie der aussieht, da ist das Gewicht komplette Nebensache. Definitiv der perfekte Fisch, um den ersten Teil der Masterclass hier abzuschließen. Besser können sie wirklich nicht kommen. Hör mal, Daniel, vielen Dank. Die Session hat mir einen riesen Bock gemacht. Mir absolut auch. Geil. Ja. Heute hat es ein bisschen Pech, aber halb so wild. Beim nächsten Mal gleicht sich das wieder aus, oder? Ich denke auch. Top. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.